Okay, ich zeige dir heute, wie man einen ganz einfachen, schnellen Schneiderknoten machen kann. Den brauchst du zum Beispiel, wenn du mal mit der Hand nähen willst oder auch wenn du gerne stickst. Du kannst den Faden doppelt oder einfach nehmen, je nachdem, wie dick der Knoten werden soll. Leg das Ende des Fadens über die Mitte deiner Nadel. Dann fixierst du das Ende mit deinem Daumen. So sieht es von unten aus. Jetzt wickelst du den Faden 3, 4, 5 Mal, je nachdem, wie dick der Knoten werden soll, um die Spitze der Nadel herum. Jetzt siehst du, du hast so eine Art kleinen Fadentunnel, so eine Fadenschnecke praktisch gemacht. Die schiebst jetzt ein bisschen zusammen und fixierst sie gut mit Daumen und Zeigefinger. Da kannst du gar nicht so richtig sehen, aber da ist es, halte ich es ganz fest. Und dann schiebe ich mit der anderen Hand die Nadel dadurch. Und jetzt schiebe ich den Knoten, also ich halte ihn ganz fest und ziehe einfach den Faden durch diese Fadenschnecke hindurch, bis der Knoten ganz am Fadenende ankommt. Und et voilà, da ist er. Und je nachdem, wie dick der Knoten werden soll, wickelst du entweder ein bis zweimal oder eben auch öfter den Faden um die Nadel. Und schon kannst du losgehen mit dem Nähen.